So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 64. Folge der FIFA 18 Karriere mit Inter Mailand. Und damit herzlich willkommen heute zum lang ersehnten, lang erwarteten Viertelfinal-Rückspiel zwischen der alten Dame aus Turin, nämlich Juve, und eben Inter Mailand, Freunde. Hinspiel 1:0 verloren, wir haben es alle noch im Hinterkopf. Und heute, da wollen wir das also nochmal doch irgendwie zu unseren Gunsten drehen. Juve international in den Bein stellen, da ist die Chance relativ gut eigentlich. National wird es ein bisschen schwieriger, ist aber auch ein anderes Thema. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts, ihr wisst Bescheid. Und damit würde ich sagen, quatschen wir nicht allzu lang drumherum. Ein kleiner Blick nochmal eben schnell rein in den Kalender. Wir hatten ja zuletzt, wie gesagt, diese 1:0-Niederlage im Hinspiel gegen Juve. Im letzten Part gab es wiederum ein 3:1 gegen die Roma, gegen den direkten Konkurrenten, die Roma. Überhaupt nicht gut ausgesehen, wir die klar bessere Mannschaft gewesen, sprich, wir gehen da schon mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen jetzt rein in diese Partie, in dieses Rückspiel im Champions League Viertelfinale und da ist durchaus was drin, zu Hause, aber wie gesagt, wir müssen aufpassen, Juve darf eigentlich kein Auswärtstor schießen. Dann brauchen wir schon 3 und dann, boah, dann ist das der Hausnummer. Aber gut, lass uns mal ganz kurz die Mannschaft abchecken. Wir hatten ja zuletzt ein bisschen geschont gegen die Jungs aus Rom. Da haben wir einfach mal ein bisschen was probiert. Das musste sein. Es ist am Ende auch gut gegangen. Nichtsdestotrotz war man natürlich auch weiterhin den Fokus irgendwie auf der Liga, um da noch was zu reißen, aber eben auch auf der Champions League. Und wir haben diese kleine Balance geschafft, die auch letztendlich perfekt punktetechnisch umzusetzen. Ne? Und können dementsprechend heute relativ fit mit einer relativ starken Elf reinstarten in dieses Viertelfinalrückspiel. So, ich gucke nochmal eben ganz schnell die Bank durch. Miranda mit auf der Bank. Ich nehme mal Miranda mit rein. Etwas erfahrenerer Typ. Zumindest nochmal auf der Bank, meine ich. Alex Arnold, die sind alle relativ kaputt. Becker, Belloni, Gabriel, Barbosa, Perisic, Balotelli, Kondogbia, Nkudi. Das, glaube ich, geht in Ordnung. Sprich, das ist auf jeden Fall eine Elf, jo, mit der man mal auflaufen kann, Freunde. In dem Sinn, starten wir rein. Ihr hört es noch an meiner Stimme. Die Leute, die natürlich gestern am Start waren und gestern schon die Magdeburg-Karriere gesehen haben, was ich euch übrigens sehr empfehlen würde. Also alle, die vielleicht nur die Inter-Karriere anschauen, ihr müsst nicht alles anschauen, um Gottes Willen, aber ich empfehle euch sehr, den letzten Part, den 64. Part der Magdeburg-Karriere, sich mal eben ganz entspannt noch reinzuziehen. Was da vorgefallen ist, habe ich, glaube ich, gameplay-technisch in einem Karrieremodus in den letzten, wie lange mache ich YouTube? 7 Jahre oder so und da ja oftmals auch die Karriere, glaube ich, noch nie erlebt. Wahnsinnsspiel gewesen. Aber gut, checkt das gerne aus und habt das auf jeden Fall auch mitbekommen, dass meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen besser, wie ihr hört. Nase ist noch ein bisschen dicht, deswegen vielleicht klinge ich noch ein bisschen komisch. Aber es geht voran. Ich war ja ein bisschen angeschlagen, leider Gottes, und ich habe es auch schon in der Magdeburg-Karriere angesprochen. Ich glaube, wenn ich mir eine Erkältung einfange, dann schlägt die relativ schnell dann auch mal an der Stimme an, weil ich halt einfach so viel rede. In den ganzen Streams und Aufnahmen und sonst was, da ist das, glaube ich, dann ein bisschen in Anführungszeichen verwundbar. Aber es geht auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung und damit starten wir jetzt rein, Freunde. Hinspielergebnis 1:0. Für die alte Dame erleben wir heute, ich will nicht sagen, das Wunder. Das wäre zu krass. 1:0 kannst du im Rückspiel auch ohne es ein Wunder nennen zu müssen, noch rumbiegen, gar keine Frage, aber natürlich schon, ja, zumindest für eine kleine Überraschung zu sorgen. Juve natürlich in der Champions League, klar erfahrener in den letzten Jahren als wir, klar weitergekommen, wir so ein bisschen in Anführungszeichen eine Art Überraschungsmannschaft, wenn man so will, ist ja jetzt die erste internationale Saison für uns als Trainer von Inter Mailand und dann hast du gleich so einen Brocken. Zenit St. Petersburg im Achtelfinale raus, jetzt steht Juve vor der Tür und mal schauen, ob wir diese Aufgabe lösen können oder ob es dann im Viertelfinale rausgeht. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen fast schon ein entscheidendes Spiel, auch was die Meisterschaft angeht. Kann man fast so sagen, auch wenn es vielleicht dumm klingt, aber ich glaube, wenn Juve heute hier gewinnt, dann lassen die sich die Meisterschaft auch nicht mehr nehmen. Stellen wir heute Juve in den Bein und die fliegen raus. Mal gucken, was das dann mit dem Selbstvertrauen der alten Dame macht, für die es dann nicht mehr um so viel geht, in Anführungszeichen, oder der ganz, ganz große Traum vom Champions-League-Titel auf jeden Fall weg ist. Mal gucken, was da dann draus resultiert. Aber gut, wir gucken rein. Aufstellung der Heimtruppe, Aufstellung von uns. Die gewohnte Top-11 im Tor mit Handanovic, links Dalbea, Skriniar, Rugani, Cancelo, Brozovic, Milinkovic, Savic, Goretzka, Lanzini auf 10, Belotti und Icardi. Im Doppelsturm wieder das 4-3-1-2. Ganz gewohntes, altes System soweit bei uns. Dybala sehen wir da bei Juve. Wir sehen Gonzalo Higuain. Mal gucken, wie die heute auflaufen werden. Die alte Dame, mal schauen, auch vielleicht den Ticken defensiver aufgestellt. Es ist angesprochen worden, was wir auch gleich nochmal thematisieren werden. Wir dürfen kein Gegentor hier kriegen.
dann wird's hart. Wir schauen mal. Also, Buffon im Tor, Alexandru, Chiellini, Coates, Mario Gaspar, Pjanic, Matuidi, Guerrero, Bernardeschi, Dybala und Higuain. Ich glaube, mit der Formation sind die auch im Hinspiel aufgelaufen. Also auch da relativ unverändert. Vielleicht der ein oder andere personelle Wechsel, aber das habe ich mir jetzt nicht gemerkt seit dem letzten Part. Was soll ich gerade ansprechen? Genau, wir dürfen eigentlich kein Tor kassieren. Also drei Buden, auch wenn wir gegen die Roma jetzt drei Buden gemacht haben. Aber drei Buden gegen Juventus Turin, die aktuelle Top-Mannschaft der Serie A sind. Und dann noch dazu, also das wird hart in der Champions League bei dem Hinspielergebnis. Das werden die, glaube ich, nicht zulassen. Heißt, hinten muss die Null stehen, vorne mindestens ein Tor machen, im Laufe des Spiels dann noch ein zweites und dann bist du eigentlich durch. Das ist der Plan für heute. Aber leichter gesagt als getan. Erste Möglichkeit an die Latte. Brozovic, 5 Minuten auf der Uhr. Da ist fast das Hinspielergebnis egalisiert und Coates klärt zum Eckball. Meine Güte, was ein Start hier in Mailand. Lanzini, Ecke abgelegt. Da ist Grinja. Das war schlecht. Aufpassen, jetzt nicht den Konter da fahren. Pjanic, Dybala kommt mal über die halblinke Seite. Was für ein Anfang hier in dieser Champions League-Partie. Wahnsinn. Aber gut, dazwischen von Cancelo. Das wird heute eine Mammutaufgabe werden für die Jungs. Higuain und Dybala nicht ins Spiel kommen zu lassen. Mal gucken, wie lange das klappt. So ganz ausschalten kannst du die eh immer nicht. Aber da ist die Chance. Belotti! 1:0, 10. Minute. Der perfekte Start in dieser Champions League-Partie. Belotti macht die Bude, legt ihn sich fast noch einen Ticken zu weit vor, trifft ihn dann aber doch, legt ihn wunderbar vorbei an Gianluigi Buffon. Und Belotti mit, man kann sagen, der verdienten Führung. Eben noch der Lattentreffer und jetzt das Törchen. Ähnlich wie bei City gegen Liverpool gestern, wenn ihr das Video zum bisher zeitnah seht. Da ja auch die frühe Führung für die Citizens, nur dass die es am Ende nicht drehen konnten. Mal gucken, ob wir das heute hinkriegen. Genau das ist das, was du brauchst. Ein früher guter Start mit einem Tor. Aufpassen. Aber Juve hat Bock dagegen zu wirken. Higuain mit der Chance, aber die nächste Kontermöglichkeit. Vielleicht jetzt diese kleine Schockstarre der alten Dame ausnutzen. Und es gibt die nächste Möglichkeit für Belotti. Belotti! Buffon greift über, hat ihn. Juve komplett verunsichert. Die haben damit nicht unbedingt gerechnet. Das war nicht der Matchplan. Hier so früh hinten zu liegen und so früh in Anführungszeichen den Ausgleich zu bekommen, was Hinspiel und Rückspiel addiert angeht. Das haben wir ordentlich gemacht. Allerdings Juve über rechts mit Pjanic. Starkes Dribbling, allerdings dann der Ballverlust. Goretzka macht das Spiel breit. Sieht Milinkovic-Savic, das ist ein guter Ball. Belotti schön auf Lanzini, der auf Icardi. Oh, der Ball war ein bisschen schlecht gespielt. Cancelo wollte ich da eigentlich nicht anspielen. Somit wieder die Männer in Gelb auf dem Vormarsch. Kommen wir gut hin. Stark von Rugani, Icardi, Belotti wieder. Nee, das ist Lanzini. Lanzini. Ah, verliert das Duell gegen Alexandro. Schöner Skillmove da. Gut in die Mitte gezogen. Aber nach 20 Minuten zumindest keine effektive Aktion von ihm. Es bleibt beim 1:0. Wir haben immer noch im Hinterkopf, hinten muss die Null stehen. Wir dürfen kein Gegentor kriegen, sonst brauchen wir zwei. Das ist die Devise. Und wir machen eigentlich, glaube ich, hier gute Anlagen. Juve wirkt nicht stabil in der Defensive. Das ist das Positive. Juve wirkt verunsichert und Juve wirkt nicht gefestigt. Wir kriegen immer mal wieder diese Lücken, können es nur bis dato leider seit dem 1:0 noch nicht so ganz perfekt rausspielen. Jetzt aber, das sind diese Lücken, die ich meine. Möglichkeit, Belotti kriegt den nochmal. Belotti. Oh, will den nach hinablegen. Wird dann noch getackelt, aber natürlich kein Elfmeter. Und der nächste Ballverlust, fast zumindest. Wir sind sehr, sehr aggressiv heute hier. Bernardeschi auf Paulo Dybala. Wieder Bernardeschi, guter Ball. Bernardeschi mit Platz. Bernardeschi mit dem halben Ballverlust. Kriegt die zweite Chance. Nochmal Bernardeschi. Mario Gaspar, da ist Gonzalo Higuain. Flanke kommt rein, geht dann aber über den Kasten. Das war nach einer halben Stunde somit die gefährlichste Aktion von Juventus Turin. Also, dass die heute nicht das pure Offensivspektakel abrennen, war auch klar. Aber das ist schon sehr wenig, was da nach vorne kommt. Und alle, die selber Fußball spielen, die wissen es. Manchmal ist es dann nicht so leicht, irgendwann den Schalter umzulegen und auf einmal Vollgasfußball zu spielen, wenn man es braucht. Und wenn wir hier ein Tor machen, dann muss Juve. Dalbert, probiert's mal. Schönes Dribbling. Der Ball rutscht ihm dann über den Fuß. Und es gibt letztendlich den Abstoß für Gianluigi Buffon.
Es wäre Stand jetzt nicht unverdient, wenn wir hier sogar schon die zweite Bude machen würden. Aber wir machen sie halt einfach Stand jetzt noch nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Bernardeschi, Dybala sieht Gonzalo Higuain. Kommt da über rechts, nochmal abgelegt auf Goretzka. Ball kommt nicht an, Matuidi. Aufpassen, Guerrero, Dybala, Gott sei Dank mit dem technischen Fehler. Sieht man nicht oft, da wäre sehr viel drin gewesen. Konterchance, Icardi. Wunderbarer Ball wieder. Icardi verstolpert ihn so ein bisschen. Coates, Chiellini, Pjanic. 5 Minuten noch in Durchgang 1. Alexandro auf Paulo Dybala, der hat wieder Platz. Ganz stark von Brozovic. Und dann wunderbar mit Übersicht wieder den Spielaufbau eingeleitet. Gefällt mir, was wir da heute machen. Also, wir lassen Juve so ein bisschen alt aussehen, muss man ganz ehrlich sagen. Goretzka auf Dalbea, da ist leider Bernardeschi einen Ticken schneller. Läuft da diesen Ball ab. Juve findet nicht statt. Juve ist nicht angekommen, immer noch nicht. So wirklich in dieser Partie, auch wenn sie ein bisschen stärker jetzt sind als in den ersten 10, 15 Minuten. Aber es ist nicht das Juve, was wir hier eigentlich erwartet haben. Guerrero, wir müssen aufpassen, dass die da im zweiten Durchgang nicht für ein bisschen mehr Alarm sorgen, weil dann wird's krass. Dann wird's, glaube ich, eine richtig brutale Partie. Milinkovic, Savic, was ein Zusammenspiel. Milinkovic, Savic, Lanzini, Icardi, Belotti, wer auch immer. Wunderschöner Spielzug am Ende. Fehlt nicht viel. Es gibt den Eckball, der kommt rein, da kommen wir aber nicht hin. Matuidi hoch und weit geklärt und das dürfte es wahrscheinlich gewesen sein. In Durchgang 1. Rein in die Pause, 1:0. Das Spiel ist jetzt damit wieder komplett offen. Ein Tor für uns, wir sind weiter. Ein Tor für die Juve und Juve wäre weiter. Zumindest Stand dann. Wir gucken mal rein. Leverkusen gegen Bayern 1:0. Hinspiel ging schon 3:0 für die Bayern aus. Also da ist alles vorbei. Leverkusen bräuchte ein 5:1. Sprich 5 Tore im zweiten Durchgang. Das traue ich den Leverkusen dann eher weniger zu, dass die das gegen die Bayern machen. Das heißt, mit den Bayern sollte der erste Champions League Halbfinalist schon mal relativ fix feststehen. Mal gucken, wer es in unserem Duell wird. Gaspar, Bernardeschi, Higuain, schlecht verteidigt und dann ist es Handanovic. Das war der erste wirkliche Abschluss der alten Dame in dieser Partie. Ganz stark, kein Problem, aber auch für Handanovic, den muss er natürlich halten. Lanzini, Belotti auf Goretzka, guter Ball, Icardi, Lanzini. Idee war gut, aber ein bisschen weniger in die Mitte spielen, dann wäre der top gewesen. Gut, dazwischen allerdings leiten wir den so ein bisschen ungewollt vor. Nächste Möglichkeit über Lanzini, wieder abgefälscht. Oh, und wieder den Schritt zu langsam. Juve jetzt ein bisschen aggressiver, ein bisschen aktiver in den Zweikämpfen. Kommen da öfter mal an solche zweiten Bälle, an solche Abpraller ran. Das ist auch mal ein schlechtes Zeichen. Da müssen wir wieder mehr tun. Gut, Goretzka. Schön rausgespielt. Ja, jetzt kriegen wir den zweiten. Wunderbar. Icardi, schön nach oben. Cancelo nimmt da mit. Ciao, Cancelo. Wir wissen, dass der sehr stark ist im Abschluss. Schon die ein oder andere Bude gemacht, vor allem in der letzten Saison. Den kann man da vorne immer mal wieder mit ins Offensivspiel einbauen. Paulo Dybala auf Bernardeschi, Mario Gaspar, Higuain. Juve kombiniert sich nach vorne. Oh, 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 das war ein Foulspiel von Dalbea. 58 Minuten auf der Uhr. Juve mit dem ersten Wechsel. Mario Mandzukic kommt rein in die Partie und Higuain, der Argentinier, geht raus. Also Juve nicht mit wirklich Harakiri wechseln, sondern einfach ein Positionswechsel, den sie da vollziehen. Lanzini, guter Ball, Goretzka, oh, kommt nicht ganz an Coates vorbei. Und mir fehlen jetzt so ein bisschen unsere Offensivaktionen. Da passiert gerade nicht mehr viel. Mandzukic, aufpassen, gut von Cancelo und auch wunderbar rausgespielt. Dadurch ergibt sich vielleicht die nächste Chance. Lanzini, der kommt an. Icardi, der kommt nicht an. Wir tackeln nochmal, kommen nicht ran an die Kulle. Und wir gehen jetzt auch mal rein und werden jetzt auch das erste Mal wechseln, Jungs. Die Frage ist nur ein bisschen wie. Ich bringe, glaube ich, Kondogbia für Milinkovic-Savic. Nochmal einen, der ein bisschen mehr Power für die Defensive hat. Und vorne bin ich mir unsicher. Perisic warte ich noch. Lanzini, weil Perisic auch nicht so ganz fit ist. Gabriel, das werden die zwei sein. Oder Balotelli am Ende, mal schauen. Aber das werden die Offensivspieler sein, die wir wahrscheinlich nochmal bringen. Außer wir machen halt jetzt wirklich hier noch irgendwie innerhalb der nächsten Minuten das zweite Tor. Und es riecht nach keiner Verlängerung dann. Das wäre halt perfekt, weil dann können wir nochmal defensiv wechseln und versuchen, das einfach runterzuspielen. Aber wir wissen auch, ein Tor für Juve! Und es wird eine Mammutaufgabe. Mario Mandzukic mit der Möglichkeit zum 1:1. Mein Lieber.
dreht sich da, schließt ab. Der Ball dann Gott sei Dank ein bisschen ungenau. Der war auch ungenau. Möglichkeit Mandzukic, kein Foulspiel, gut von Brozovic und Co. Goretzka macht mal wieder die Seite breit. Wir schieben an mit Dalbert. Schön, Dalbert kriegt den nochmal. Das ist überragend gespielt. Nochmal Dalbert auf Icardi. Der auf Brozovic. Oben die Chance. Ciao, Cancelo. Cancelo will den in den Rückraum flanken. Wenn der Buffon nicht rauskommt, dann ist der auch perfekt. Aber Buffon kommt eben raus. Das ist nicht irgendwer. Das ist einer der besten Keeper, die es gab, Freunde. Das hat er stark gemacht. Chiellini. Mario Gaspar. Dybala. Abgelegt. Marquisio. So langsam geht's in die ganz spannende Phase. Der Fehler und jetzt das schnelle Umschaltspiel. Icardi kommt nicht an Coates vorbei. Da war mal ein individueller Fehler der alten Dame im Aufbauspiel. Dann machen wir schnell, aber nicht gut genug. Nächster guter Zweikampf. Icardi. Icardi, ja, Lanzini. Belotti, gut noch. Schöner Ball. Brozovic wartet. Brozovic findet. Die Flanke kommt lang abgelegt. Albert, das ist nicht schlecht. Aber es reicht noch nicht ganz. So, jetzt nutzt die Wechsel geben. Bei uns, Juve wird wahrscheinlich auch nochmal aktiv werden, gehe ich mal schwer von aus. Caldara für Chiellini. Caldara für Chiellini bei Juventus Turin. Das ist auch mal eine Ansage. Innenverteidiger rausgenommen. Vielleicht angeschlagen, wir wissen es nicht. Das ist eine krasse Nummer. Dybala. Also ich sag mal so viel, Jungs. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir absolut kein Gegentor mehr kassieren dürfen. Wenn wir jetzt eins kassieren, dann dürfte das höchstwahrscheinlich gewesen sein. Der war schlecht von mir. Bernardeschi. Bernardeschi auf Higuain, Abseitsposition. Es gibt den Freistoß. Führen wir kurz auf Skriniar. Dalbert. Oder kriegen wir jetzt hier noch das zweite hin? Dann sind wir durch. Das wäre der Traum. Icardi wartet. Icardi wartet zu lange. Wenn er den aber noch gespielt kriegt auf der anderen Seite, dann ist die Riesenlücke da. Das darf man nicht vergessen. Das ist immer so. Ganz, ganz knappe Geschichten. Skriniar, schön. Kondogbia. Gut gespielt. Möglichkeit. Ach, doch nicht auf den. Aber der Fehler. Lanzini. Guter Ball nach oben. Icardi. Der rutscht ihm drüber. 86. Jungs, wir gehen rein, wir wechseln. Einmal Lanzini raus und ich bringe Ivan Perisic. Die Frage ist nur, hält ein Goretzka durch? Aber er muss. Belotti raus und ich bringe Balotelli, Jungs. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl mit Mario Balotelli heute. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es nicht. Bauchgefühl. Da sollte man vielleicht ab und zu drauf hören. Also, die letzten zwei verbleibenden Wechsel bei uns jetzt auch durch. Ich glaube, Juve hat noch... Haben die nicht noch? Ich glaube, die haben noch einen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und wir schreiben die letzten zwei Minuten. Und das Foul, das war immens wichtig. Gibt zwar jetzt eine gefährliche Freistoßposition, aber Mandzukic wäre durchgewiesen. Dybala, und wer ab und zu Spiele von Dybala sieht, der weiß, dass er die von da machen kann. Da hat er aber eine andere Idee gehabt. Und Balotelli hat jetzt mal ein bisschen Platz. Balotelli sieht da oben Icardi. Icardi auf Balotelli. Balotelli führt den lange. Macht das gut. Perisic, Balotelli, Icardi, Icardi, Icardi wartet auf Balotelli. Balotelli braucht dann den Schritt zu lang. Perisic setzt nochmal nach. Balotelli, Icardi! 92. Minute, Icardi mit dem Tor. Juventus Turin raus aus der Champions League und wir stehen im Halbfinale. Was ein Ding, Balotelli auf Icardi und der schlägt Gianluigi Buffon. Wahnsinnig stark, auch noch von Perisic. Also die beiden Ausgewechselten und der Mann, den ich dann nicht auswechseln wollte, nämlich Icardi. Die drei Leute machen die Entscheidung und sorgen hier dafür, dass es höchstwahrscheinlich doch keine Verlängerung gibt. Erstes Tor in der Champions League. Und was ein wichtiges. So, wir konzentrieren uns nochmal. 10. Minute Belotti, 90. Minute Icardi. Und jetzt ist Feierabend. Schluss aus, vorbei. Die alte Dame ist raus aus der Champions League. Was eine packende Partie. Der Schlusspunkt durch Icardi. Dadurch keine Verlängerung. Und Juventus Turin mit Dybala und Co. Raus. Schluss aus. Wunderbar, Jungs. Boah. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das ist so eine Phase kurz vor Schluss, wenn du da irgendwie noch ein Gegentor kriegst, wie gesagt, dann wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, geht dieses 2-0
durchaus in Ordnung. Es war ein Spiel, das am Ende dann auf der Kippe stand, auch wenn ihr, wie ihr seht, relativ viele Chancen haben. Aber Juve braucht dann nur einmal richtig gefährlich werden und die machen, siehe Mandzukic zum Beispiel, der Freistoß jetzt nochmal vom Ende, dann wird es eine verdammt enge Geschichte. So stehen wir im Champions League Halbfinale, Freunde. Hui! Hui, hui, hui! Die Bayern mit dem 2-0 heißt 5-0. Nach Hin- und Rückspiel gegen Leverkusen, das ist mal eine Ansage. Die anderen Partien werden noch gespielt, Manchester United oder Atletico Madrid und Donetsk oder Marseille, die dann ebenfalls neben den Bayern und uns im Champions League Halbfinale stehen werden. So, das ist natürlich auf der einen Seite wichtig, weil wir damit weiter sind in der Champions League und weil das echt einen kleinen Knick nochmal geben könnte für Juventus Turin. 5 Spiele in der Liga übrig, 5 Punkte Rückstand, also können wir das noch irgendwie drehen? Es wäre der schiere Wahnsinn. Vielleicht schafft Juve ja sogar gleich mal... Nee, vorzulegen tun sie nicht. Wir spielen alle zeitgleich. Aber gut. Wir gucken jetzt sonst nochmal schnell die Tabellen an. Das soweit also die Serie A, haben wir gerade angesprochen. Die Roma ist soweit weg. Da wird nichts mehr passieren. 9 Punkte nach hinten. Das ist durch. Aber es ist eben noch nicht entschieden, wer Meister wird. Mal gucken, ob Juve nochmal stolpert. Supercoppa, bla bla bla. Brauchen wir auch nicht schauen. Coppa Nazionale. Ui! Ah, das haben wir schon, glaube ich, gesehen, oder? Ich glaube, das habe ich schon angesprochen. Juve und der AC Mailand raus, die AS, also die Roma gegen Sampdoria Genua im Finale der Coppa Italia. So, wichtig ist jetzt aber die Champions League und es ist brutal. Es ist brutal. Manchester United haut Atletico mit 2-0 raus und damit gibt es ein Halbfinale zwischen Inter Mailand und Manchester United. Boah, das wird eine ordentliche Partie. Die Bayern gegen Marseille. Also, das andere Halbfinale, ich gehe schwer davon aus, dass die Bayern das schaffen. Marseille auch mit einer eigentlich relativ leichten K.O.-Phase, bis auf dieses Halbfinale. Donetsk, machbar auf jeden Fall, ne, um einiges trotzdem schwächer als jetzt zum Beispiel United, Atletico, Bayern, Juve, Inter und. Und davor gegen Real Sociedad. Aber mit Bayern haben sie da den ersten Brocken. Die Bayern über den AC Mailand, über das deutsche Duell gegen Leverkusen ins Halbfinale gekommen. Wir, wie gesagt, mit Juve, mit Zenit, Manchester United, mit Atletico und mit Napoli. Die vielleicht sogar mit dem schwierigsten Programm, könnte man vielleicht fast sagen, um hier in dieses Champions League Halbfinale einzuziehen. Das ist krass, Jungs. Wahnsinn. Wir gucken noch rein. Europa League, wie sieht's da aus? Manchester City wahrscheinlich relativ weit vorne. Nee. Ah ja, City ist ja gegen Köln raus. Wolfsburg gegen Galatasaray und der FC Arsenal gegen Nizza. Hui, 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 Freunde, das sind Partien, mein Lieber. Wolfsburg, Galatasaray, Nizza gegen Arsenal. Mal schauen, wer es da am Ende ins Finale schafft. Und damit sind wir durch, was die Tabellen angeht. Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Wir kriegen nochmal ein Preisgeld in Höhe von 6,5 Millionen. Das nehmen wir sehr gerne mit. Und damit würde ich sagen, Jungs, werde ich mich für heute schon mal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung für die Livestreams. Und dann wünsche ich euch was. Haut rein, macht's gut, habt einen schönen Mittwoch. Bis dahin, euer Wadeschlappen. Servus.